Ich erhalte Hassbriefe. Todesdrohungen. Ich erhalte Todesdrohungen! Meine Kinder werden beschimpft. Warum glauben die Leute, habe ich dich gefeuert? Joanna wird mich jede Sekunde rufen. Steve? Das war nicht einstudiert. Ja, nur noch eine Sekunde. Ich habe dir deine Chance gegeben. Du mir? Ich habe dem Vorstand die Wahl gelassen. Investitionen in Apple II oder den Mac. Sie wollten den Apple II. Dieselben dann, Leute, die den Super Bowl Spot kippen wollten. Und dann saß ich im Flieger nach China. Mr. Scully, ein Anruf für Sie auf Leitung 1. Oder besser fast im Flieger, denn ich bekam noch in der Lounge einen Anruf. Ein Anruf von wem? Spielt keine Rolle. Für mich spielt es eine Rolle. Von wem? John Scully? John, wenn Sie in das Flugzeug steigen, haben Sie keinen Job mehr, wenn es landet. Steve hat den Vorstand zusammengerufen. Er will Sie rausdrängen. Mein Gepäck war in der Maschine und liegt heute immer noch irgendwo in Peking. Ich bin mit dem Wagen zurück nach Cupertino gefahren, die ganze scheiß Nacht. Ich weiß, wie spät es ist. Ich brauche ein Quorum in einer Stunde. Steve soll auch kommen. Du hast mich vom Mac abgezogen. Das war eine miese Nummer. Die Sache mit dem Quorum war Meuchelmord. Und genau das ist totaler Schwachsinn, mein Freund. Es war Selbstmord. Denn du kanntest deine Karten und ich hab dir meine gezeigt. Ich hab dir meine gezeigt, aber du wolltest Krieg. Was dachtest du, würde ich tun? Ich kann auch verlieren, aber ich werf nicht einfach die Flinte ins Korn. Also ich kann nicht verlieren. Wir verlieren Marktanteile und der Mac verliert Geld. Unsere einzige Hoffnung ist der Apple II, der stagniert wegen seines schon bald veralteten DOS. Die Anwender rüsten ihre Geräte schon so auf, damit sie mit einem CPM-Betriebssystem für Intel laufen. Ich kann es nicht klarer sagen, wir müssen unsere Ressourcen in ein Update des Apple II stecken. Indem wir Ressourcen vom Mac abziehen. Er versagt, das ist Fakt. Er ist überteuert. Es gibt keinen Beweis, dass... Ich bin der Beweis! Ich bin der weltweit führende Experte für den Mac, John. Was bist du? Du erteilst widersprüchliche Anweisungen, bist aufsässig, machst jedem das Leben schwer. Unsere Spitzenentwickler fliehen zu Sun, Dell, HP. An der Wall Street weiß keiner, wer der Steuermann ist. Wir sind um mehrere hundert Millionen im Wert gesunken und ich bin der CEO von Apple, Steve. Das bin ich. Aber davor hast du kohlensäurehaltiges Zuckerwasser verkauft, richtig? Ich hab mit Wozniak in einer scheiß Garage gehockt und die Zukunft erfunden. Denn Künstler heben die Welt aus den Angeln und Mitläufer nur die Hände. Na gut, also, der Mann ist außer Kontrolle. Ich bin gerne bereit, heute Nacht meine Kündigung einzureichen, aber wenn ich bleiben soll, dann ohne Steve. Einigen Sie sich mit ihm. Er kann Aktien behalten, damit er unseren Newsletter bekommt. Er muss jede Verbindung zu Apple kappen. Das meine ich todernst. Der Sekretär soll abstimmen lassen. Das wirst du bereuen. Du hast ausgezeichnete Arbeit geleistet. Über die Jahre. Du hast die Presse kultiviert und damit meine ich manipuliert. Denn keiner von denen, ich meine, kein Redakteur, keiner ihrer Verleger weiß bis heute, dass du das alles erzwungen hast. Die Entscheidung des Vorstands erzwungen hast. Sogar noch, nachdem ich dir gesagt habe, was sie tun werden. Und was sie auch getan haben. Und zwar einstimmig. Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen, John. Weil das nämlich die schlimmste Nacht meines Lebens war. Und ich habe die Abstimmung erzwungen, weil ich mich im Recht sah. Und ich sehe mich immer noch im Recht. Und ich habe Recht. Ich habe in dieser Nacht geblutet. Und ich blute nie. Aber die Zeit hat das ihre getan. Und ich habe lange nicht mehr drüber nachgedacht. Ich verstehe sehr gut, warum du aufgebracht bist. Und ich will auch, dass die Leute die Wahrheit erfahren. Es wird Zeit. Ist gut. Du willst mich fertig machen, ja? Sei nicht albern. Ich werde in der Loge sitzen und sehen, wie du es selbst tust. Dann bestelle ich mir ein gutes Essen mit einem 55er Margot und schreibe ein paar Autogramme. Oh Gott, im Himmel. Willst du einen guten Rat, Mr. Pepsi? Schick nicht Wars, um mich vor der Presse runterzumachen. Jeden anderen. Dich, Markula, Arthur Rock, jeden, aber nicht Rayman. Hör auf, ihn zu manipulieren. Ganz egal, was du vielleicht denkst. Ich werde ihn immer beschützen. Komm jetzt, Steve. Weil Menschen das so machen. Wir dürfen nicht zu spät anfangen.